Ah, wenn man es eilig hat, funktioniert es nicht in dem Spiel. Aber das Spiel. Bin ich hier richtig für den Passierschein A39? Nein, A38, nein, für den Passierschein A38. Nein, es handelt sich tatsächlich um den Passierschein A39, wie er im neuen Rundschreiben B65 festgelegt ist. Leute, wir haben zwar noch eine Minute, aber komm, wir switchen rein. Ich will heute durchkommen. Wir wollen nachher noch Night of the Dead spielen, daher begrüße ich euch jetzt schon mal. Hallihallo, hier bin ich. So, Chris war der Erste. Hallo Chris, danke für deinen Host, ich grüße dich. Danach kam Sabi, hallo Sabi. Dann kam der Jansoft mit seinem Resub, 21 Monate schon. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Dann kam der Bomber mit dem A39. Hallo Bomber, ich grüße auch dich. Dann kommt noch Danny Duddle. Hallihallo, danke für deinen Stream. Und ja, Donnerstag machen wir Battletoads weiter, ne? Da habe ich schon richtig Bock drauf. Und auch danke für deinen Host. Und ja, die besoffene Katzenmusik. Die ist ganz leise noch im Hintergrund an. Müsst ihr da noch ein bisschen hören, ne? Heute kalt bei euch? Ja, mega. Ey, unter 20 Grad auf einmal wieder gefallen. Ey, ich werde wahnsinnig mit den Temperaturen. Ich will endlich Sommer haben. Und hallo Patrick. Und hallo Bella. Euch grüße ich natürlich auch noch. So. Plan. Moment, ich mach die Musik ganz aus. Plan ist heute, ja, Deliver Us the Moon durchspielen. Mal gucken, ob ich das schnell hinkriege, weil so um, ja, ich glaube um 9 wollen wir dann ungefähr mit Night of the Dead starten, weil dann kommt auch Henny und Goku mit dazu und, ja. Das wird auf jeden Fall wieder witzig. Ich gucke mal, wo mein Steam ist. Ich habe nämlich heute ein bisschen Blood and Bacon nachgefarmt und heute mal meine Prozent auf 50% hochgespielt. Hier 27 Grad, boah, gib her, gib ruhig her. Ja, bei Bella sind auch, boah, 30 Grad beim Chris, ja, bei Bella auch nur 19 Grad. Hier ist voll kalt, ey. Ich friere mir voll den Arsch ab. Das ist echt scheiße.
Also Wochenende war schön warm, ne? Ich glaube, das wird wieder so, bis Freitag wird wieder richtig gut und dann kommt wieder Regen. Ich glaube, dann aber auch die ganze nächste Woche wieder. Aber gucken wir mal, ne? Das ändert sich ja immer wieder. Und man kann ja irgendwie mehr als 2 Tage gar nicht voraussehen. Also von daher, genau, Insider ist auch noch da. Hallihallo. Ach nee, beim Insider 19 Grad. Bella nicht? Was habe denn Sonne bei Bella? Ist 36 Grad in der Sonne? Wie kann denn das sein? Wuppertal ist Land unter immer noch. Nein, Wuppertal ist eigentlich wieder okay. So, wir switchen mal rüber in den Gaming-Modus und starten das Spiel. So, Chat runtergescrollt. Die Katze liegt auch bereit vor mir. Und ja, mal gucken. Ich glaube, wir sind... Oh, laut bei mir. Müsst ihr mir mal sagen, wie laut es bei euch gleich ist. Wir sind dort gewesen... Mussten wir nicht gerade Helium besorgen? Beziehungsweise die Kanister wieder mit Helium befüllen, ne? So war das. Ja, ich habe nicht Tasten drücken. Nein, nein, nein. Foto nicht auf der Taste drücken. Wir mussten, ich glaube, 3 Kanister mit Helium befüllen. Ich weiß nicht, ob wir alle 3 mit Helium befüllen müssen. Genau, da haben wir den Strom wieder eingestellt und jetzt müssen wir, glaube ich, auf die andere Seite darüber, weil hier ist nämlich zu. Genau, hier ist zu. Taschenlampe. Ah, ich hasse Spiele, wo Taschenlampe nicht auf F ist. So. Und der Markus ist auch am Start. Guten Abend, Tivini. Schön, dich hier zu sehen. Ja, auch schön, dich hier zu sehen. Das ist fein. So kann es weitergehen. So kann der Tag enden. Auch ohne Wein. Tivini, der Stream wird bestimmt echt klasse. Sage nicht nur ich, sondern jeder hier in der Masse. Tivini, auf jeden Fall wollen wir heute Abend bei dir zusehen. Werden vorher nicht in die Haie gehen. Nein, wir bleiben heute sehr gern hier, glaube mir. Und nun leg mal los. Der Stream wird bestimmt groß. Dann schauen wir mal, ne? Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen, ohne einen Stromschlag zu kriegen. Ich weiß nicht. Warte, warte, habe ich das schon angemacht? Eigentlich, doch, doch, der Strom. Ich höre ihn schon. Wir müssen immer warten, bis das ausgeht, denke ich mal. Und dann schieben wir das Ding nämlich darüber. Ich denke mal nicht, dass ich das mit einem Schub schaffe. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich hätte mal zählen sollen, wie lange das aus ist. 5 Sekunden ungefähr sind an. 1, 2, 3. Ich bin zu vorsichtig. Ich bin mega vorsichtig. Es macht schon... Ist der Sound okay? Ich hoffe doch. Jansoff, danke für dein Resub, ne? Hab ich gesagt? Ja, hab ich glaube ich gesagt. Wenn nicht, danke. Ich habe gerade dran gedacht. Und wir sind oben. Tja, nach rechts oder links jetzt? Also hier sieht... Ja, nee, 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 von hier kommen wir. Warte, warte, warte. Wir müssen hier lang. Oder müssen wir nochmal zurück? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Er speichert. Hier müssen wir lang. Okay, okay, okay. So. Warte. Waren wir hier schon oder nicht? Ich muss mich gerade so ein bisschen orientieren. Hier fliegen auf jeden Fall keine fiesen Dinger rum. Ich glaube, das haben wir von oben gesehen, ne? Ich glaube, drin waren wir noch nicht. Er speichert. Bin ich jetzt richtig, denke ich mal. Denke ich mal. Komm, hören wir uns mal an. Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und... Schönes Gedicht, sagt er. Was ist hier los? Damit machst du hier im Zweigmesser Konkurrenz. Das ist aber nicht nett, Chris. Ein Gedicht für die nette liebe Divini. Ist doch selbstverständlich. Es ist für der Coin. Was? Sie nee, Chris? Sie ist auf der Arsch die Bella wohnt in Oberhausen. Isaac, genau. Wovon redest du? Drei. Wir haben 3 Archen für Outboard konstruiert. Ja, diese 15 Minuten. Nein, Oberhausen ist eine Stunde von hier entfernt. Treibstoff für 2. Eine Stunde. Also haben MacArthur die Kranken, die Kryopatienten in die letzte verlegt. Und Cathy ist noch. Mit Stau manchmal auf sogar der länger. Gefangen hier auf dem Mond. Ja, schon ein bisschen weiter, genau. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah, mit oder ohne NPT, unsere, Cathys einzige Hoffnung ist Outward. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat, Cathys Heimat. Denk doch ich glaube, da hast 15 von... Nein, 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 da bist du nicht von Oberhausen nach Wuppertal gefahren. Auf gar keinen Fall.
brauchst du mindestens eine Stunde hin. Selbst wenn du vom äußersten Wuppertalrand zum äußersten Oberrand fahren, Oberhausenrand fahren würdest. Manchmal liegen wir falsch, nee, auf gar keinen Fall. Ja, mit dem Lambo nicht mal, genau. Selbst wenn du 200 km/h fahren würdest, würdest du es nicht so schnell schaffen. Ohne Verkehr, genau. Was? Hast du abgestochen? Du musst das verstehen. Nee, das können wir nicht verstehen. Ich muss los. Geil, ist ja geil. Alex? Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Das ist jetzt aber ungeil. Nein! Krass. Okay, noch ist er nicht tot. Sarah, tu das nicht! Ich kann das nicht zulassen. Nein! Finde ich cool, dass die Geschichte auch so ein bisschen erzählt wird, nicht nur über Logbücher. Ist mal so eine bisschen andere Art. Ja, irgendwelche flackernden Hologramme, ja, okay. Ich find's aber okay so. Oh, Sarah, was hab ich getan? Ich kann die richtigen Schleichwege. Weißt, wenn du geradeaus durchfahren würdest, das geht nicht, nein. Tut mir leid. Aber wer weiß, wo du gelandet bist. Vielleicht warst du gar nicht in Wuppertal oder vielleicht warst du gar nicht in Oberhausen. Vielleicht bist du Manuel Neuer. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Macht das Ganze gleich Sarah, lebendiger? Fast da. Nein. Was? Sarah? Mit den Hologrammen, ne? Sarah? Ja. Das ist nicht so trocken erzählt, ist dann, okay. Ja. Ist okay. Es tut mir so leid. So leid. Uns fliegt mit Sicherheit nachher die ganze Station hier um die Ohren. Ich sehe das schon kommen. Alex. Das hier muss niemand sehen. Tja, wir haben's aber gesehen. So, nicht das Ganze nochmal anklicken. Ich glaube, der Bereich hier ist jetzt neu, ne? Ach, guck mal, da oben. Also weit kann ich nicht schießen. Das müsste man auf jeden Fall wegmachen können. Wie komme ich nicht dahin? Es leckt gerade, ne? Bei mir leckt es gerade. Also, wenn ich mich schnell umdrehe, läuft es nicht ganz flüssig. Also ich würde denken, dass wir hier hin müssen. Genau, und dann die Bahn runterdonnern müssen. Aber, kann ich auf die Bahn springen? Ah, das ist nicht so einfach. Okay, ist aber auch ein großer Raum. Wir gucken uns erstmal um hier. Die Tür ist zu, oder was? Ist ja rot. Ist irgendein Steuerpult in der Mitte oder so? Sehe ich nicht. Warte mal, hier meine Konsole. Ach, zum Scannen. Schade, nicht zum Bedienen. Okay. Aber hier kriegen wir Informationen. Ein Schienenbahnterminal. Da sind wir ja gerade. Das Terminal hat den ein- und ausgehenden Verkehr im Hangar, der eine Schienenbahn erfasst. Ein aufgezeichneter Befehl zeigt, dass ein Schienenbahn mit kritischer Geschwindigkeit abgesandt wurde. Mit verheerender Auswirkung auf Teile des Gebiets. Wochen später zeichnete das Terminal zusätzlich und ungewöhnliche Aktivitäten auf. Warte mal. Hier ist so ein Ding zum Reinstecken. Aber das ist irgendwie nicht aktiv. Okay, kann ich nicht. Hätte ja sein können. Ich laufe erstmal hier außen rum. Guck mal. Okay. Hier müssen wir was drauflegen. Lager. Vielleicht hier? Nee. Da kommen wir nicht durch. Da müssen wir von der anderen Seite aus rein. Oder können wir ihn hier drauf ablegen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Der schwebt ja eher beim Boden. Zum Beispiel, probier mal. Nein, der bewegt sich mit mir. Okay, das geht nicht. Irgendwie kriegen wir das hin.
Haben wir noch was zum Lesen? So, gucken wir mal. Phase 1, Evakuierung. Östliche und westliche Einheiten decken die Ost- und Westseite des Tombo-Anlage ab. Phase 1 ist in 6 Schritten unterteilt. Oh Gott. Okay. Gucken wir mal, was mit 6 Schritten wir haben. Erstens, eine Fehlfunktion ist im Reaktor aufgetreten. Sammeln Sie Tombo-Mitarbeiter in der Nähe. Widerstand kann mit Gewalt begegnet werden, wenn absolut notwendig. Zweitens, westliche Einheit versammelt Mitarbeiter beim Heliumlager. Helium-3-Lager, um alle verbleibenden Kanister in die vorgesehenen Einschienenbein zu laden. Wenn bereit, warten Sie auf die östliche Einheit. Drittens, östliche Einheit führt Mitarbeiter zu den Crew-Quartieren und lässt diese räumen. Persönliche Gegenstände auf ein Minimum beschränken, das kommt mir bekannt vor. Nur notwendige Vorräte sind auf den Archen erlaubt. Wenn bereit, Bewegung zur westlichen Einheit. Viertens, verladen Sie die Mitarbeiter in die Einschienenbahn. Östliche Einheit begleitet diese zur Copernicus-Mondzentrale. Fünftens, westliche Einheit teilt sich in Evakuierungscrews 1 und 2 aus. Crew 1 und 2 eskortieren Helium 3 zu Koop-Mondzentrale und evakuieren den Koop-Außenposten um das Reinhold-Stationspersonal. Sechstens, Phase 2 beginnt ungefähr 3 Stunden, nachdem die Tombo-Mitarbeiter in der Copernicus-Mondzentrale angekommen sind. Auf MacArthurs Befehl, westliche Einheit, östliche Einheit, Rückseite Evakuierung 2. Planung von Outward verlangt, dass wir Copernicus Außenposten 1 jetzt verlassen. Kollateralschäden wurden wie befohlen behandelt, aber ein paar Opfer in den Crewquartieren sind nicht behoben. Bitte behandeln Sie diese mit Würde. Sie hatten Besseres verdient. Okay, damit kommen wir aber gerade nicht weiter. Haben wir nur ein bisschen Informationen bekommen. Ja, ja, durch die Sequenzen, ich habe schon verstanden. Gut, wir sehen, dass du meinst, dass wir die Aussage hier ein Ding zum Reinstecken sehr zweideutig. Okay. Ja. Hier kommen wir jetzt auch nicht durch. Shit. Da hängen wir jetzt schon wieder. Da. Aha. Ich habe Ideen. Wenn ich irgendwo reinkomme, habe ich Ideen. Aber dafür muss ich erstmal irgendwo reinkommen. Die bleiben nicht auf, ne? Also da wir unsere kleine Einheit da reinstecken könnten, wäre es... Ach, warte mal. Ich habe eine ganz andere Idee. Komm, geh du mal hier drauf. Das bleibt offen. Und dann schicken wir unsere Einheit hier rein. Ha? Haha. So. Und jetzt? Jetzt können wir die da reinstecken. So meine ich das. Und wir haben die Tür aufgemacht. Sehr schön. So. Entweder stecken wir das jetzt. Ja, hier drauflegen bringt ja nichts mehr, ne? Wir können das hier ablegen. Oder wir können unsere Einheit wieder reinschicken. Ich leg das einfach mal ab. Wahrscheinlich muss das da rein. Aber ich probiere das mal so. Gucken wir mal, geht die Tür hier auf? Nee. Nee. Geht nicht auf. Ist der Sound denn okay heute? Ihr sagt gar nichts. Ich gehe mal dann davon aus, ne? So, hier haben wir immer noch nichts zum... Ah, da, guck mal, da haben wir... Ja, ja, also muss die da rein, denke ich mal. Die hat keine Chance. Aber, speichert, wir können... Jetzt können wir die eine Einheit und die andere auf jeweils auf eine Fläche hier legen. Oder? Ja, muss das denn da hinten noch auf sein? Oder mache ich jetzt beide auf? Oder wir nehmen das mit und stecken das mit Strom da oben rein. Ich probiere erstmal das eine und wenn das nicht geht, probiere ich das andere. Ich habe zwei Ideen. Moment. Ihr könnt das könnte auf jeden Fall die Tür aufmachen. Wenn wir hier nicht weiterkommen, dann nehmen wir nochmal die andere Einheit und legen die aufs Laufband nochmal gegenüber. Aber hier scheinen wir erstmal ein bisschen weiterzukommen. Dann ist erstmal gut. Gucken, ob hier noch was liegt. Ist da was zum Scannen oder nicht? Guck mal, das ist so blau. Und hier ist ein Bericht, auch nicht. Aber das können wir aufmachen. So. Sound ist top, Sound ist super, sehr schön.
Das ist sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier weitergehen sollte oder vielleicht nur meine Einheit und ich noch den Strom vielleicht mitnehmen sollte. Weiß ich nicht. Komm, wir probieren mal. Ich hätte wahrscheinlich den Strom mitnehmen müssen, oder? Kann man es ziehen? Das sieht so aus, als ob man es ziehen kann. Oh Gott, sind wir jetzt hier getrappt. Aber ich hätte auch keine... Also das muss man, denke ich, mal aufmachen, oder? Fragen über Fragen. Ich weiß es gerade selber nicht genau. Aber wir haben das Problem, wir kommen jetzt hier nicht mehr... Kommen wir jetzt hier nicht mehr weg? Ich guck mal, ob ich das da vorschieben... Ach, das ist schief. Warte mal, ist das nicht so ein HE? Hier, hier, 3 HE, das ist doch Helium. Hier ist doch Helium drin. Mann, das ist immer links drehen, rechts drehen. Geh mal, ich will wieder da oben rein. Das geht nicht dahin, wo ich es haben will. Warte, so? So. Aber wenn ich die Stromzelle mitnehme, wo soll ich die denn hier reinstecken? Oder vielleicht geht die Tür auch noch auf. Ah, so viele Rätsel wieder. Mal, haben wir da irgendwas, wo wir die Stromzelle reinstecken könnten? Ich sehe es jetzt hier nicht. Das Ding ist, wenn ich die jetzt wieder rausziehe, geht das doch aus, oder? Ja. War außen noch was? Das wäre auch noch eine Idee. Ah, wenn nicht, habe ich das Ding jetzt umsonst mitgenommen. Aber egal, wir gucken mal. Hier nicht. Tatsächlich! Boah, habe ich Glück. Habe ich jetzt Glück, dass hier außen noch was ist. Das war jetzt voll gerade. Eigentlich wollte ich die auf der anderen Seite reinbringen. Ziehen. Sehr schön. Drehen. So, das Ding ist draußen. Da ist aber jetzt Helium 3 drin. Das leuchtet auch noch so schön. Ich hatte euch jetzt genommen, um da hochzukommen. Aber vielleicht müssen wir die auch irgendwo reinstecken. Da hinten vielleicht. Das ist aber auch... Komm, ich probiere es mal, da hochzukommen. Ich weiß gerade nicht genau... Obwohl, ich kann das hier nicht vom Band runter machen, ne? Komm ich da runter mit vom Band? Nee, das sieht nicht gut aus. Hier ist, glaube ich, Ende. Kann man nur... Was? Was ist jetzt passiert? Ist geflogen? Habt ihr das gesehen? Wieso ist denn das geflogen? Das war mit Sicherheit ein Fehler. Aber jetzt ist es vom Band runter. Lol. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt darf, was ich mache. Das hätte, glaube ich, nicht so wegfliegen dürfen. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, hier hochzukommen. Wir probieren das mal. Und danach gucken wir mal, ob wir das vielleicht noch irgendwo reinstecken können. Gucken wir kurz, was hier ist. Ich muss nicht hier runterfallen. Achso, das ist die andere Seite. Okay, okay, okay. Hätten wir auch von der anderen Seite dahin gekonnt. Ach, ich bin mir gerade nicht sicher. Das Problem ist... Nee, nur das Ding fällt runter. Ich falle nicht mit runter, oder? Nee, Filmsequenz, Filmsequenz. Gut, dass wir sehen. Achso, genau. Du kommst halt nicht runter. Warum komme ich denn nicht runter? Hat noch Rest, Alk? Nein! So ein Quatsch. Nur kurz mein OBS-Fenster ein Stück hochziehen. Jetzt sehe ich die Pegel nicht. Also die Ausschlagpegel von dem Sound. Warte mal. Wo ist jetzt was runtergefallen? Ich habe jetzt kurz nicht hingeguckt. Entweder springen wir hier runter. Oder wir gehen mal lieber die Treppe runter. Okay, Helium ist unten. Jetzt nicht so genau aufgepasst, was jetzt passiert. Können wir das da reinstecken jetzt?
Ich meine, war ja eh unser Ziel, aber ich glaube, 3 Stück braucht man davon. Oder ich bin mir nicht. Ich weiß es nicht mehr genau vom letzten Mal, ehrlich gesagt. Oder meine ich nur 3, weil da, wo ich angefangen habe, diese 3 Stecker da waren. Ich bin mir jetzt ehrlich nicht sicher. Ist auch schon wieder eine Woche her, verzeiht mir. Das ist schon mal richtig. Boah, wenn da jetzt 3 Stück sind, ich wüsste nicht, wo die anderen beiden sind. Gucken wir erstmal, vielleicht passiert ja hier was. Okay, jetzt passiert was. Es ist natürlich was explodiert. Ah, Helium 3 eingeführt. Reaktor aktivieren müssen wir. Das sieht heiß aus hier. Nicht, dass das jetzt wieder so ein Hitzescheiß ist. Oh ja, es ist heiß. Okay, hier ist Schatten. Ja, aber hier darf ich doch mit Sicherheit nicht langlaufen, oder? So, komm, wir probieren mal kurz. Wir werden wahrscheinlich sterben. Puh! Okay, das soll wahrscheinlich so. Die Mini hat noch Pegel. Ups, sorry, manche bist halt nicht runterstellbar. Hab falsch informiert. Ja, ich guck gleich mal, wenn ich mit Deliver aus dem Mond fertig bin und wir bei Night of the Dead starten, dass ich nochmal kurz den Stream sowieso neu starte. Also einmal kurz beenden und dann wieder neu starten, weil ich Deliver aus dem Mond, jetzt habe ich alle Parts hochgeladen auf YouTube, da möchte ich jetzt gerne auch den letzten Part hochladen. Ich habe keine Lust, das Ganze wieder runterzuladen, zu schneiden, zu rendern. Das dauert wieder ewig, Leute. Nur mal kurz gucken, was da draußen passiert. Warte mal. Die Dinger werfen Schatten. Guck mal. Auf in den Schatten. Schneller. Können wir hier hoch? Sollen wir da hoch? Sollen wir da rüberspringen? Ich weiß nicht genau. Nein! MPT-Überladung. Ist halt auf Zeit. Jetzt explodiert doch noch alles hier. Das hast du gehört, ne? Du hast gedacht, das ist jetzt so Timing aufzustehen, damit du mich mal schön wieder sabotieren kannst, Katze, ne? Ich glaube, er dreht sich noch einmal und legt sich wieder hin, oder? Ah, überleg noch. Komm, Beatty, leg dich wieder hin. Sei ein süßes, flauschiges Katze. Er dreht sich nochmal und er legt sich wieder hin. Ja, 90%. Muss das jetzt schnell machen. Läuft da jetzt eine Zeit ab? Ich weiß es nicht genau. Ah, ich warte noch mal kurz. Ich hätte mal meine kleine Einheit vorschicken können, ne? Bin ich nicht gleich einmal im Kreis gelaufen? Ne, da hinten bin ich reingekommen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, hier ist auch kein Ausgang. Nicht, dass ich jetzt schon was übersehen habe. Da geht's rein, warte. Ich sag heute andauernd, warte. Finde ich gar nicht sagen. Komm schnell hier rein. Ja, er speichert. Errungenschaft. Du siehst mich nicht. Wen sehe ich denn nicht? Sorry, ich hatte mal wieder so meine komischen Gedanken gehabt. Ach, raus mit deinen komischen Gedanken. Bericht uns davon, lass sie raus. Ja, kein Sauerstoff. Oh Gott, hätte ich hier runterfallen sollen. Ja, speichert. Okay, hier darf ich nicht lang. Sorry, das war mein Panic Run jetzt. Ich habe nur gesehen, ich habe keinen Sauerstoff und die Zeit läuft ab. Ich bin einfach nur losgerannt. Ich weiß gar nicht, ob ich da lang sollte. Fusion tritt bei Normaldruck. Bei Normaldruck. Warte, ich habe keinen Sauerstoff. Ich kann nicht lesen. Ich habe Panik. Warte. Ah, ich verstehe, was ich machen muss. Ich gehe in die Mitte, dann kann mich nichts treffen. Und dann kann mich hier nichts treffen. Hä? Was passiert? Darf ich das noch nicht mal berühren? 100 bis 200 Millionen Grad. Ich
verstehe nicht genau. Ich dachte, ich könnte jetzt hier zwischen. Warte, ich muss mal kurz probieren, ob das geht. Okay, hier geht's. Bei dem anderen ging es gerade nicht. Vielleicht muss ich schnell sein, einfach nur. Okay. Das ist ja nicht so, dass ich gerade Zeit hätte spielen, ne? Ich komme hier nicht hoch. Nicht mit Anlauf? Ah, auftanken, yes. Okay, 2 Minuten hatte ich noch über. Also man kann sich wohl doch ein bisschen Zeit lassen. Und er speichert. Lauf doch. Oh Gott, wie soll man das denn machen? Das Ding ist, du kannst nur schießen, wenn du nah dran bist. Und dann braucht er auch 100 Jahre, bis er seine Hand hebt und überhaupt Laser abfeuert. Materialspinn ist übrigens bei 3400 Grad. In der Kombo schafft gewisse Probleme. Ja. Ich habe auch gerade gewisse Probleme. Kann ich von hier aus schon schießen? Alles auf, schnell rein. Rechts, links, geradeaus, ich weiß doch auch nicht. Achso, okay, man hat scheinbar genug Zeit. Extrem Osram. Was? Wolfram? Naja, okay, er redet wieder über solche Dinge. Oh Gott, nein! Kann ich darüber springen? Jump! Ja, das ist cool! Jetzt kommen wir zu einem Jump-and-Run-Spiel! Müsste ich doch eigentlich können. Waren die letzten Worte. Boah, meinst du den Sprung schaffen, wa? Hufufufufu! Knapp, knapp! Und jetzt ist es aber auch unangenehm, sagen wir mal so. Telepanda. Hören Sie wohl lang? Hier hoch oder nicht? Doch. Scheiße, ich bin gerade verrückt. Ich weiß nicht, wo ich da lang muss. Hätte ich da hochgemusst oder war ich zu langsam da oben? Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wo bin ich jetzt? Da. Okay, warte mal. Ich guck mal, ob da was rauskommt. Okay, da wird man gegrillt. Platte ist weggegangen. Da war doch gerade eine, oder habe ich da falsch geguckt, ne? Jetzt hat man nicht nur Zeitdruck hier, sondern darf auch keine Fehler machen. Kann ich mich hier nicht aufladen? Ne, schau mal nicht. MPT-Überladung. Ah, gut, ich habe wieder Zeit. Alles gut, wenn ich wieder Zeit habe, ist gut. Ich sag doch, uns fliegt gleich noch die ganze Station hier in die Luft. Bud Spencer, Terence Hill, Pizza. Ne, die kenne ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Schmerzpunkt für Stimmung. Immer ätzend. Oh je, jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwas in die Schwerkraft. Oh nein, mein kleiner Freund hilft uns, glaube ich, oder? Der guckt schon so traurig. Steh wieder auf, los. So guckt er uns an. Ja, nett, schon wieder Zeitdruck. Und ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Ich kann nur so schleichen. Wir sind verletzt.
Aber so ist es richtig mies. Du schleichst wie eine Kröte, siehst kaum was, weil du verletzt bist und dann kriegst du auch noch eine Uhr da oben hingebumst. Weiß ich nicht, hier an der Konsole? Die Zeit läuft weiter. Es steht WSAD zu bewegen. Das ist jetzt wieder eine geile Erklärung vom Spiel. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich drücke einfach mal die ganze Zeit jetzt nach rechts. Ah, guck mal, da kommt noch was. Also, ich kann es leider nicht beschleunigen. Es ist nicht schneller machbar. Wir sind gleich im Kreis drin. Ich hoffe, es ist auch der richtige. Ja, und jetzt? Bewegen. Er rutscht von alleine wieder raus. Sorry, da kann ich nichts gegen machen. Der ist einfach zu schwach gerade. Oh Gott, der Kreis muss sich füllen. Die 30 Sekunden. Wie soll ich das machen im Leben nicht? Ich habe gerade mal ein Viertel jetzt. War es aber richtig mies gemacht mit der Zeit jetzt. Okay, da brauche ich noch einen zweiten Versuch für. Ich habe relativ schnell begriffen, was ich machen muss. Aber nicht schnell genug. Zehn Sekunden. Keine Chance. Keine Chance. Ich brauche jetzt nochmal so locker so 20 Sekunden. Oh. Drei Viertel habe ich geschafft. Nichts Fertiges mehr sehen. Die Nachos gestern haben mich voll aus dem Leben gehauen. Oh Mann, das tut mir leid. Ich habe gestern Standard-Nachos gemacht, ne, überbacken mit Käse und Salsa-Soße und Käsesoße dazu. Und dann hat mich Dennis Mexiko-Musik die ganze Zeit inspiriert, noch mal ein bisschen Fiesta Mexiko dazu zu machen. Und dann habe ich gestern auch Hackfleisch angebraten mit Bohnen, Mais und Chilis und habe dann noch so ein bisschen Gewürz reingetan und Salsa-Soße und dann Habe ich noch mal eine Packung Nachos mit Hackfleisch und Käse überbacken gemacht. Und dann war es halt einfach mal ultra viel. Und ich glaube, ich habe einen Insider damit gekillt gestern. Ich kann, das ist nicht schneller machbar. Aber ich bin zumindest schon im Kreis. Ich hoffe, der hat jetzt gerade was gefüllt. Ich glaube, ein Viertel hat er schon gefüllt, ne? Ja, war zumindest gerade. Komm, jetzt sollten wir das ja schaffen, oder? Ja, wenn er nicht an der Wand immer da rausfliegen würde! Das wird schon wieder viel zu knapp. Und bleib drin jetzt. Bleib doch drin jetzt in dem fucking Kreis. Und jetzt geht er auch noch nach rechts. Ja, keine Schnitt. Ja, das ist so eine Unfair. Das ist nichts mehr wieder, was wieder mit Fairness zu tun hat, finde ich. Du kannst dagegen drücken und gegenarbeiten und hast keine Chance. Jetzt muss sich der Kreis füllen, sonst haben wir Game Over. Und er füllt sich nicht. Habe ich es geschafft oder ist es kaputt? Eigentlich müsste er voll gewesen sein jetzt. Naja, hat schon wieder nicht geklappt. Also, das ist wieder nicht fair. Bild im Discord, sehr gut. Müssen wir nachher mal gucken, Alter. Du hast noch nie Nachos gegessen, krass. Ich habe die gestern auch noch im Discord gepostet. Kannst du dir mal angucken. Also, die zumindest mit Hackfleisch überbacken.
Ich habe keine Ahnung, wie ich es besser machen soll. Ich kann hier nicht schneller laufen. Ich kann da nicht mehr gegendrücken, als ich schon mache wie bisher. Ich kann nur hier schneller F drücken. Ich habe vorhin versucht, noch um den Schuh rumzulaufen. Ich glaube, das muss ich gar nicht. Ich kann hier auch nur ganz schnell F drücken. Und sobald ich hier dran bin, drücke ich schon nach rechts. Mehr kann ich nicht machen. Ich drücke jetzt schon wieder direkt dagegen. Sobald er den Kopf wieder senkt, drücke ich schon dagegen. Gut, man kann schon vorher dagegen arbeiten, wenn man weiß, wo er hinguckt. Ah ja, okay. Fast. Yes! 43 Sekunden jetzt übrig. Gibt's ja gar nicht. Jesus, Maria und Josef. Ja, da sagst du was. Ich hab gar nie Nachos gegessen. Ich hab keinen Restalkohol drin. Ausrichtung erfolgreich. Das Spiel schwankt. Haben wir gesehen, die Bilder? Hast du schon gesehen, okay. Na, okay. Könnte so eine Hans Zimmer Musik jetzt sein, die jetzt kommt. Nicht gut. Ja, da waren wir doch relativ erfolgreich, würde ich sagen. Wird nun der Mond geliefert. Ja, so ungefähr. Nächstes Mal bitte per Primarch sei leise. Er ist wieder gemein. Er disst mich wieder, wisst ihr das? Immer werde ich gedisst. Danke, Coinsbasic, nochmal fürs Spiel. Hast du das eigentlich selber auch oder wieso hast du es verschenkt? Oder wolltest du es nicht haben? Weil es ist ein mega gutes Spiel. Vor allem mega hübsch. Nette Story. Zwei, drei Frustmomente. Ja. Kann man drüber wegsehen. Aber mir gefiel die Sonne auch schon. Ich glaube es nicht. Wir empfangen Energie. Die sind nur im Discord. Ich wusste nicht, dass es gut ist. Mir gefällt Soma. Das hier finde ich besser wie Soma. Soma hat mich nicht so gepackt, muss ich sagen. Ich kann ja nicht sagen, ich kann auch nicht erklären, wieso. Also Soma finde ich schön, einmal gespielt zu haben. Man hat es erlebt. Ja, und man freut sich drüber. Aber das ist nichts, wo ich sagen kann, das war jetzt eins der besten Spiele für mich.
Sorry mit der Sicht gerade, aber da kann ich nichts für. Ich weiß nicht, ob wir das überleben werden. Aber schauen wir mal. Der Helium hat alles gerichtet, Leute. Rap Battle zwischen euch. Ja, klaro, machen wir immer Rap Battle. Es hat noch Spiele. Was hat noch Spiele? Was? Es hat noch Spiele? Was? Meinst du, du hast noch mehr Spiele, die so sind wie diese? Oder? Ich verstehe den Satz nicht, sorry. Ach, du meinst, du hast noch mehr Keys oder was? Ja, ich habe ja beim Power Slayer habe ich ja jetzt. Nee, nicht mehr so eins, okay. Vom Power Slayer habe ich ja jetzt Redout bekommen. Ich habe ja geguckt, ich habe ja bei dir geguckt, was interessant aussah, beim Power Slayer. Ich wollte jetzt auch nicht. Ich habe nur halt geguckt, was jetzt am interessantesten für mich aussah. Und von jedem. Ich glaube, von dir habe ich noch das Katzenspiel, ne? Das gucke ich mir auch mal irgendwann an. Das ist mal was für einen Samstag. Ja. Das Spiel hier ist auch noch verbessert worden mit Raytracing und DLSS nachträglich. Und ich habe beides halt eingestellt und relativ hoch auch eingestellt. Ich glaube, Soma hat das gar nicht. Soma ist ja zu alt dafür. Das ist aber ein scheiß Ende, muss ich euch sagen. Ich habe auch nicht mehr... Ich wusste nicht mehr, wie es ausgeht, aber ich habe ehrlich gesagt nicht mehr mit einem Happy End gerechnet. Das ist zumindest nicht für unseren Charakter. Donnerkäse, was ist denn jetzt wieder los? Mit der Gronkh-Sprecher. Der Gronkh war ja auch in Evil Within Teil 2 mit Pan. Aber nur wenn die Pan lustig spielt. Naja, wir haben aber geliefert, würde ich sagen. Och, Pete. Wieso schmeißt du denn schon wieder alles um? Geil. Errungenschaft. Alles voll jetzt hier. Ja, wir sind durch. Krass. Wie schnell bin ich gewesen jetzt? Ich muss mal Tempos holen. Ich habe alles voll jetzt hier. Voller Cola. Moment. Ach, Katze. Ich lasse ihn schon hier schlafen. Und dann schmeißt er mir einfach alles weg. Brett Feuerstein? Was? Sagte doch, dass bei der Familie Feuerstein. Ja, Kieselstein. Ja, ich weiß. Alles nur, weil wir gleich mit Default spielen, habe ich extra die Fab-Rolle geholt schon. Man weiß ja nie, was da abgeht. Ist ja auch nicht so, dass Cola übertrieben kleben würde, ja? Kann ich noch niemals den Abspann genießen? Danke, Beat. Ich bin unbeeindruckt, er guckt. Einfach so, hier. Ach, das Kabel reicht nicht. War nicht die Unfuchskatz. Es gibt nur das eine Ende, Insider, oder? Gibt's da noch ein zweites? Ey, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, fangen wir erst um 21 Uhr an. Ich brauche mit Sicherheit noch anderthalb Stunden. Finde ich bei mir in der Dreiviertelstunde durchgekommen. Habe ich nicht so mit gerechnet. Aber wir genießen nochmal schön den Abspann. Und dann gucken wir gleich mal, wer schon da ist. Ein Ding ist der Heli. Kommt, glaube ich, erst um. Weiß ich nicht. Um 21 Uhr von der Arbeit. Stoppt der Goku erst um 21:30. Und
Ich glaube, der Default, der wäre jetzt schon da. Insider wäre jetzt schon da. Ich weiß nicht, ob Spawn mitmacht. Den weiß man ja nie. Ja, Hilde wurde eigentlich auch noch. Gucken wir mal, ob die gleich da ist. Von der habe ich jetzt nichts mehr gehört heute. Aber die kommt ja meist auch später. Und so Kobold ja auch immer. Die haben ja Kinder, ne? Die müssen ja mal warten, bis die Kinder im Bett sind. Dann können sie erst immer zocken. Aber war ein nices Spiel. Optisch auch richtig schön aufgehübscht mit DLSS und Raytracing. Muss ich wirklich schon sagen. Ich glaube, es kostet auch noch 20 Euro bei Steam, oder? Hilde ist schon da. Sehr schön, sehr schön. Dürfte nur eins geben, ja. Hab ich mir schon gedacht, ne? Ich hoffe, Handy. Nein, der Handy, der ist ja immer so. Der trinkt eigentlich gar nicht viel Alkohol, auch wenn ihr das so von dem meint. Aber warte mal eben. Wir haben noch was. Haben wir noch Peps dabei? Haben wir die noch? Keins mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar kein Peps mehr? Zwei noch? Ich glaube, wir sind hinüber, oder? Vestia 3 an Bodenkontrolle. Wir haben sie gefunden. Ja. Okay. Okay. Ich wollte sagen, der Handy, der trinkt halt einmal im Monat richtig, richtig viel an einem Tag. Und dann trinkt er 5 Wochen erstmal keinen Alkohol mehr. Das ist wirklich so. Aber wenn er dann dieses eine Mal trinkt, dann übertreibt er immer völlig. Ansonsten ist jetzt nicht so, dass der jeden Tag viel trinkt. Wirklich nicht. Aber dieses eine Mal halt übertreibt er dann immer einfach dermaßen. Ja, muss Insider mir mal gleich sagen, wie es so aussieht, wann der Server gestartet wird, ob ich noch ein bisschen überbrücken muss oder nicht. Das ist jetzt aber laut, meine Ohren. Ich drehe den Sound mal hart runter. Der hat voll geschrien mit Chris. Ja, ich weiß, Handy und Chris haben immer zu ihm laut geschrien. Ach, Server ist gestartet. Okay, dann können wir gleich schon rüber switchen. Dann würde ich sagen, komme ich hier gerade nicht raus. Gehen wir mal raus. Und wir sind durch. Wir haben noch 2 Errungenschaften gekriegt. Habe ich die 50% erreicht? 53%, yes. Ich will immer 50% anreichen in letzter Zeit. Dann hat man es einfacher mit den Zahlen. So, Leute. Ich drücke einmal ganz kurz auf den Beenden-Button. Und bin sofort aber wieder online. Ich will es nur, wie gesagt, getrennt hochladen. Es geht gleich weiter. Allerdings mit Koop dann. Dann werden wir nochmal Night of the Dead weiterspielen. Ich bedanke mich auf jeden Fall hierhin fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao.